Wie lautet Ihr Plan, alter Mann? Wie können wir ihn also ausschalten? Ja, wie können wir ihn töten? Wenn ich den Professor richtig kenne, dann benutzt er zum Senden Coxinuswellen hoher Frequenz. Ich habe genau das richtige Gerät, um den Plapperkasten des kleinen Wurms zu stören. Du brauchst es nur am höchsten Punkt dieser Gegend aufzustellen. Simpel, nicht wahr? Sie meinen dieses große Rad unten bei den Docks, oder? Ich habe Höhne. Ja, Sie meinen das große Rad unten. Genau. Befestige den Störer an der untersten Gondel, schalte das Rad ein und drehe den Störsender ganz nach oben. Das reinste Kinderspiel. Ich werde von hier aus zusehen und alles einschalten. Dann werden wir ja sehen, wo unser kleiner Professor steckt. Und jetzt geh. Okay. Kockwellenstörer hinzugefügt. Sehr schön. Den Kockwellenstörer auf dem Riesenrad installieren. Ja, jetzt haben wir natürlich die Entscheidungsmöglichkeit. Entscheiden wir uns für Desmond oder für unseren Professor Calvert. Ich sage euch direkt, Leute, ich wähle Desmond, weil, ja, Desmond ist halt, wie ich finde, einfach eine geniale Persönlichkeit. Das ist meine eigene Meinung. Und außerdem hat Seien er Sie uns erneut ja von gegrüßt. Anfang an quasi in diese Mission eingeleitet. Alles, was Sie bei Madame Panada finden, ist von allerhöchster Qualität. Ja. Und deshalb bin ich halt wirklich dafür, dass wir Desmond unterstützen. Panada. Waffen. Kleidung. Hilfe. Sonstiges. Ach, Waffen war doch richtig, ich Idiot. Wir brauchen, Splitterminen. Ja, ich weiß, die haben wir der verkauft, aber trotzdem, auf Wiedersehen. Warum werdet ihr gleich verstehen, Leute? Wir gehen Richtung Riesenrad. Da vorne ist es. Ich bin es, Professor Calvert. Sie brauchen gar nicht so bestürzt, um sich zu sehen. Ich stecke in Ihrem Kopf. Okay. Gegenstände, Waffen, Splittermine. Aber sind Sie nicht Desmonds treues Schoßhündchen? Sie sind wohl gekommen, um mir in meine Arbeit zu pfuschen. Nun, ich habe da eine bessere Idee. Wie wäre es, wenn Sie dieses garstige kleine Gerät zerstören würden, anstatt bei seinem Spielchen mitzumachen? Legen Sie es einfach in die Müllpresse nebenan und es wird uns nie mehr belästigen. Ich garantiere Ihnen, dass Professor Calverts Dankbarkeit weit mehr wert ist als die eines abgehalfterten alten Ghouls. Der beleidigt Ghule, daher bin ich ganz klar für Desmond. Nein, ich habe ja gesagt, Desmond ist vom Charakter her einfach cooler. Aktivieren Riesenrad. Durch das Installieren des Kockwellenstörers werden die Mitteilungen von Professor Calvert an seine Angehörigen gestört und kann Desmond den Professor lokalisieren. Installieren Sie den Kockwellenstörer. Sie Narr! Was haben Sie getan? Das werden Sie doch bereuen. Bereuen! Niemand verrät mich. Verstanden. Das werden Sie mir büßen. Ja, die Übertragung geht jetzt natürlich langsam kaputt. Hier kommen jetzt ganz viele Gegner. Cool. Ja, kommt her, wenn ihr euch traut. Okay, der Sender ist oben angekommen. Das heißt, er kann jetzt an seine Angehörigen keine Befehle mehr senden. Sehr schön. Ach komm schon, ernsthaft? So. Wir brauchen unbedingt Hilfe. So. Hey, wo ist denn hier der Gegner? Ach, da oben drauf. Und der Gegner?
Munition, unser Reptilgewehr. Doppelläufige Flinte, Schrotpatronen. Hä? Bin ich jetzt gerade ein bisschen blöd oder was geht hier vor sich? Ach, tatsächlich da oben drauf. Ernsthaft? Na gut, die Feindesmarkierung ist weg, dann lassen wir das auch mal. Ich glaube, die würden wir nie richtig erwischen. So, doppelläufige Flinte. Unterhebe-Reptilgewehr. Wie sieht's mit unserem Hinterwäldlergewehr aus? Das können wir auch mal reparieren. So, sehr schön. Wir gucken auf die Karte und reisen zurück zu Desmond. Wir haben uns jetzt entschieden, wen wir unterstützen. Na, komm schon. So, sehr schön. Okay, wir machen die schnelle Reise zur Villa Calvert. Sie können sich nicht schnell fortbewegen, wenn Feinde in der Nähe sind. Muss das sein? Ach, ist nicht euer Ernst, oder? Warum können die da durchschießen? Das ist ein bisschen unfair, oder? Hä, hallo? Warum kann die da durchschießen? Was soll denn der Müll? Hallo? Ist klar, Mann. Ist schon klar. Alter Schwede, das gibt's doch nicht. Och, komm schon. Nein, oder? Fast gestorben, ey. Heftig, heftig. Mann, oh Mann, oh Mann. Wie einfach nur jeder beschissene Schuss von denen einfach nur sitzt, ne? Das ist so unfair. Mann, stirb, Junge. Ach, das gibt's doch nicht. Quick Save. Wo kam der Schuss her? Ja, du mich auch, Spiel, ey. Boah, gerade übertreiben die es ein bisschen. Mann, oh Mann, oh Mann. So, was ist mit der hier oben? Ja, komm schon! Ist das unfair oder ist das unfair, Leute? Ja, mit dem Reservistengewehr treffe ich. Ah, ist die Waffe gefallen? Ja, und jetzt, hä? Ja, nimm dir ein anderes. Ist klar. Ja, jetzt haben wir die aber verkrüppelt. So. Boah. Heftig, ey. Also die Tarnung war ja...
So, natürlich schmiert das Spiel ab, Leute. Wir haben unseren Lieblingsgegner nochmal. So, ja, Spiel wieder abgestürzt. Passiert ja häufiger, aber ist in Ordnung. Ich meine, ich reg mich darüber jetzt nicht so dermaßen auf. So, okay, noch ein Quicksave. Direkt hinterher, für den Fall, dass es wieder abstürzt. So, wir gehen, ja gut. Achso, die ist gar nicht da. Das ist natürlich auch gut, aber jetzt können wir doch klauen, oder? Der Buffort lohnt sich nicht, lohnt... Gucken kostet ja nichts, oder? Lohnt sich nicht. Also dafür will ich kein Karma verlieren. Das lohnt sich in meinen Augen nicht. Nee, okay. Dann reisen wir zu Villa Calvert, Leute. Ja, ich will schnell reisen. So. Leute, erschreckt euch nicht. Vom... Uiuiuiui. Oh ja. 300 Erfahrungspunkte und ein Level up. Sehr schön. Gedankenkontrolle erfüllt. So. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, es geht wirklich wahnsinnig gut voran mit unseren Erfahrungspunkten. 70, dann machen wir es mal auf 80 hoch, komm, sind wir mal so spendabel. Und die 2 Punkte setzen wir mal auf Feilschen, für bessere Preise ist auch mal ganz gut. So, haben wir was Neues hinzugefügt bekommen. Quantum Apotheker. Sie haben das Geheimnis der Nuka-Cola Quantum-Herstellung gelüftet. Dieses extra verwandelt je 10 Nuka-Cola Ihres Inventars sofort in eine Nuka-Cola Quantum. Brauchen wir nicht. Tiefschlaf. Sie können überall tief und fest schlafen. Sie halten unabhängig davon, in welchem Bett Sie schlafen, für 8 Stunden den Vorteil gut ausgeruht. Plus 10% Erfahrung. Welpen. Falls Dogmeat stirbt, können Sie mit dem extra Welpen aus einem Wurf von Welpen einen neuen Hund als Begleiter bekommen. Haben Sie nur wenig Geduld, dann wird Ihnen... Ihr neuer vereinbarter Freund außerhalb von Wort 101 auf Sie warten. Ah ja, ist auch relativ uninteressant alles mal wieder. Ich würde sagen, wir machen mal Strahlungsresistenz von 25%. Das ist ganz in Ordnung. Werden wir auch noch viel von haben. Aufgabe hinzugefügt, Begegnung der Gehirne. Ja, hört sich verrückt an, ist es auch. Aber ihr werdet gleich verstehen, was es ist. Ja, wer jetzt denkt, das war's jetzt, Desmond ist tot, falsch gedacht, denn wir haben hier einen Schutzraum. Wir gehen runter. Dieser Mistkerl, er hat meine Welpen getötet und fast hätte er mich getötet. Weshalb? Da er keinen Körper hat, um es selbst zu tun, hat er versucht, mich hochzujagen. Mich! Damit wird heute Schluss sein. Desmond Lockhart wird siegen. Ich weiß, wo er steckt. Diesmal hat er sich verrechnet. Wir beide werden da reingehen und der Sache ein Ende setzen. Ach, okay, das gefällt mir. Ich habe echt keine Lust mehr für Sie, die Marionette zu spielen. Also, wo ist der? Bin froh, dass Sie am Leben, dass Sie ja noch am Leben sind. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ja, genau. Gefühlsduselig. Ja, wo ist er? Der Leuchtturm. Der kleine Mistkerl hat unterm Leuchtturm ein Labor. Er war die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Ich kam darauf, als er sein Signal verstärkte, um den Störsender zu überwinden, als er die Stammesbrüder ausschickte, meine armen Hündchen zu töten. Er verkriecht sich da unten hinter einem Haufen Roboter und Maschinen, die feige Sau. Erbärmlich. Aber jetzt hat sein letztes Stündlein geschlagen. Okay, ich brauche etwas Zeit. Nein, brauche ich nicht. Dann los, bringen wir es hinter uns. Das ist genau die richtige Einstellung. Folge mir, du wirst jetzt das Ende einer Ära miterleben. Okay, vorher will ich mir unten die ganzen Sachen mitnehmen. Geh du mal. Munition, Magnum Revolver, sehr schön. Munitionskiste, Raketen, Flammenwerfer, Brennstoff. Nuka-Cola Quantum und Nuka-Cola. Gummibonbons, ganz viel zu essen.
Putzmittel brauchen wir nicht, Whiskyflaschen brauchen wir nicht, Koffer, Nudelholz brauchen wir nicht, Haarklammern, sehr schön. Wein brauchen wir auch nicht, schmutziges Wasser und zwar richtig viel davon. Zuckerbomben. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Medex. Kronkorken, Schreibtisch, Kronkorken. Sehr schön. So, so, so. Sehr schön, haben wir sonst noch was? Aktenschrank ist leer, ich öffne ihn trotzdem, ich Idiot. Hatten wir, hatten wir, hatten wir, hatten wir. Ja. Sehr schön, ein kleiner Schutzraum. Gott sei Dank, sonst wäre Desmond jetzt tot. Okay, wir folgen erstmal zum Leuchtturm, Leute. Da vorne steht er. Und ihr habt gehört, das Ende einer Ära. Das ist also quasi das Finale der Hauptmission dieses Add-ons. Ja, dann stellen wir mein Ziel ja doch noch zu erreichen, das heute durchzuspielen. Das freut mich. Ja. Eins ist zu beschädigt. Zwei ist auch zu beschädigt. Drei, wir kämpfen ganz klar mit dem Hinterwäldlergewehr. Desmond, ach da ist er. Okay. Wir folgen ihm. Wenigstens müssen wir diesmal nicht alleine arbeiten. Oh, die ganze Villa hochgejagt, ey. Desmond? Was machst du da? Okay, der hat eine kleine Extra-Runde gedreht. Auch gut. Ach ja, die Abrechnung, Leute. Das Ende einer Ära. Das Ende von dem guten Calvert. Heftig, er hat seine eigene Villa hochgejagt. Naja, okay. Leuchtturm von Point Lookout. Sehr schön. Mülltonne. Nuka-Cola. Okay. Rein zum Leuchtturm. Ah, da ist das Geheimversteck. Hoch geht's auch, da gehen wir später mal hin. Okay, wir gehen runter ins Versteck. Unterirdisches Labor. Sehr schön. Ihr habt gehört, er wird von Robotern bewacht. Quick Save. Waffe raus und los geht's. Erstmal heilen wir uns ein bisschen. So, sehr schön. Wir werden uns jetzt überall gut umgucken, denn hier gibt es eine Menge Sachen zum Abstauben. Stimpack. Hier haben wir bestimmt auch noch was Interessantes drin. Red Array, schmutziges Wasser, Stimpack, aufbereitetes Wasser. Schmutziges Wasser, Stimpack. Gatling Laser. Lasergewehr. Das ist leer. 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 Munitionskiste, Energiezellen. Munitionskiste, Energiezellen. Mehr nicht. Okay, als wäre es nicht schon genug gewesen. Allein der Gatling Laser war schon eine Menge wert. Oh ja, da kann man sich nicht beschweren. So, Jagdflinten. So, Metallspringer reparieren mit Lasergewehr. Sehr schön. Aber wir bleiben beim Hinterwäldlergewehr. Okay, da braucht man Sprengstoff für. Haben wir nicht. Durchschnittlich verschlossen. Forgotten. Ja, das war einfach. Forgotten. So. Was haben wir hier? Geschützsysteme deaktivieren. Das wird uns sicherlich später noch nützlich sein. Minen. Laserpistole brauchen wir nicht. Mikrofusionszellen. Und noch eine Granate. Sehr schön. Was haben wir hier? Tür. Okay. Nichts Interessantes. Dann geht's weiter. Komm schon auf, Desmond. Komm schon, er kann nicht. Ja, dann geh doch. Ach so, ich soll vorlaufen. Alles klar. Oha. Elektronenladeteil. Energiezelle. Der kämpft ein bisschen, dass wir uns nicht stören. So, leicht verschlossen, das sollte kein Problem sein. Mach damit. War ja klar. Kaum sage ich kein Problem und schon ist es ein Problem. Schrotpatronen. 10 mm Munition.
Mikrofusionszellen, Energiezellen, Energiezellen. Mikrofusionszellen, Mikrofusionszellen, Mikrofusionszellen. Hammer, ich habe Klammer gelesen. Boah, es liegt hier alles verteilt rum. Uiuiui, das brauchen wir aber alles. Hallo. Hallo, ich sehe es doch da unten liegen. Energiezellen, Mikrofusionszellen. Alles klar. Schon ausrasten hier. So. Terminal, Munitionskiste, Mikrofusionszellen, Vorkriegsbücher. Durchschnittlich verschlossen. Okay. Herausforderung angenommen. Ja. Und gescheitert. Das kann doch nicht sein, ey. Genau drüber hinweg gewesen. So. Kronkorken, Vorkriegsgeld. Der Rest ist uninteressant. Spinde sind leer. Schreibtisch. Munition. Freut mich. Terminal. Was haben wir hier? Elektronisches Postsystem. Michelson oder was? Ich weiß, dass diese Einrichtung dafür gebaut wurde, den enormen Druckverhältnissen standzuhalten, die unter dem Meeresboden herrschen, aber seit kurzem hege ich Zweifel an der Stabilität der Grundkonstruktion. Meine Mitarbeiter haben mehrere Lecks bemerkt, deren Vorhandensein logisch nicht erklärt werden kann. Dies hat bei einigen von ihnen große Besorgnis ausgelöst, die ich offen gesagt teile. Grollman im Anlagenbüro versichert mir, dass die Pumpen und Druckregler mit ihrem internen Batterien die Einrichtung mehrere Jahrhunderte lang trocken und sauber halten werden. Aber wenn ich bedenke, wie oft solche Beteuerungen sich im Laufe der Geschichte bereits als Irrtum herausgestellt haben, können seine Worte mich nicht so recht beruhigen. Ich hoffe, dass sie einen Inspektor mit geeigneten Befugnissen finden werden, der uns ein unabhängiges Gutachten über das Labor erteilen wird. Ein externes Gutachten würde uns allen enorm beruhigen. Danke, Dr. Stewart. Okay, interessant. Nichts. Terminal ist wahrscheinlich das gleiche. Mikrofusionszellen. Wir gucken mal rein. Ja, ist das gleiche. Adam Tonko. Hallo Ratte, was? Passt es dir etwa nicht, wenn Leute ein bisschen Spaß haben? Na, wir werden ja sehen, wie es dir gefallen wird, wenn du auf der Straße sitzt und dir eine neue Arbeit suchst. Du hast den Falschen ausgemault. Okay. Verstehe ich nicht. Robehirnwache, Energiezellen. Sehr schön, was haben wir hier? Keine Ahnung. Memestron Energiezellen oder sowas waren das. Mikrofusionszellen für unser Lasergewehr. Da freuen wir uns drüber. Munitionskiste verschlossen. Sehr schön. Elektronenladeteil. Sehr leicht. So. Mikrofusionszellen. Auch sehr schön. Ja, wieder ein Folterstuhl oder so. Terminal. Labornotizen. Mithilfe der Daten, die wir von den Forschungen bei General Atomics am Ende des Robohirn-Projekts bekommen haben, ist es uns gelungen, das Verfahren der Suspension und Isolation von Gehirnen, die das Robohirn funktionsfähig macht, komplett nachzuvollziehen. Wir haben auf diesem Gebiet sogar einige interessante Fortschritte gemacht. Es hat sich herausgestellt, dass wir durch Manipulieren der Zusammensetzung des biomedizinischen Gels eine Reihe von Wirkungen erzielen können, die bisher für unmöglich gehalten wurden. Dr. Stewart hatte offenbar recht, unter den richtigen Umständen behält das Subjekt nicht nur seine volle